Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kriminelle Legenden 2, das Lied des dunklen Schwans. Folgende Problematik, das ist eine neue Aufnahme und mein Gehirn ist etwas schrumpelig. Und ich muss jetzt erstmal kurz gucken, was wir hier wieder tun müssen. Wir müssen uns mit dem König treffen, okay. Alles klar, wir haben hier verschiedene Sachen gefunden. Ich hoffe, das reicht erstmal. Dann gehen wir weiter. Ah, da fehlen uns ja noch Sachen. Den Flügel hatten wir schon, jetzt fehlt uns natürlich noch der nächste. Können wir da irgendwas tun? No one gets in or out. King's orders. Okay, wir können also da nicht hin. Das ist eine Karte für das Schwanenkönigreich. Hatten wir schon das letzte Mal gesehen? Was können wir denn mit dem ganzen Zeug machen? Ich werde mal auf die Karte gucken. Hier im Empfangszimmer können wir irgendwas mit diesem Diadem machen. Jemand hat das wundervolle Band zerrissen. Interessant. Ja, easy man. Jetzt check ich's. Alles klar. Jetzt sollten wir wahrscheinlich hier schön rauskommen und mit dem König quatschen können. Okay, so einfach geht's dann doch nicht. Verschiebe die Kreise, um ein komplettes Bild nachzustellen. Okay, das ist wieder der Mist. Ich hasse diese Dinger. So, das ist schon mal richtig. Ich glaube, das ist das... Nee, das gehört nicht hier unten, sondern dahin. Ah, verdammt, das war schon richtig. Jetzt haben wir die zwei schon richtig. Alles klar. Jetzt kommen wir da aber nicht mehr ran. Da kommen wir nicht mehr ran, Mann. Mann. Jetzt wäre das auch richtig. Wir müssen das hier erst nochmal wegbringen. Das gehört da auch nicht hin. Was gehört denn da hinten hin? Das gehört hier hoch. Das ist klar. Das gehört... Nee, das ist es auch nicht. Wo gehört das denn hin? Okay, das gehört hier hin. Ja, shit. Was macht das da? Was gehört hier hinten rein? Wir haben jetzt drei Sachen. Die hier und die hier. Das gehört hier hoch. Ja gut, wir müssen hier einfach nochmal ein bisschen rumschieben. Wird das ja nix. Was gehört denn hier rein? Naja, das gehört da rein. Das da. Das
So, da haben wir die nächsten. Das würde hier runtergehören. Das gehört hier definitiv nicht hin. Das gehört dahin. Das gehört hier runter. Das ist halt immer scheiße, wenn du dann hier so ein Ding drin hast. Das heißt, wir müssen jetzt halt dafür sorgen, dass das da irgendwie reinkommt. So, wie kriege ich jetzt das da wieder runter? Das ist ein Riesenhaufen Mist, ey. Jetzt wird's doch langsam. Ja, fuck. Und verzeiht mir bitte meine Kraftausdrücke gerade. Aber Es treibt mich wieder etwas in den Wahnsinn. Ich krieg's halt einfach nicht hier hin. Was hier einfach falsch ist. Ich meine, es müsste ja nur die Abfolge erstmal stimmen. Thank you.
Schade, ich hatte gehofft, dass man das dann irgendwie hier durchwechseln könnte. Okay, wir werden es einfach überspringen, weil das jetzt einfach zu lang dauert. That's the same green mist I saw enter the Queen's chamber and kidnap the little prince. It's heading toward the Dark Castle. Genau, es ist auf alle Fälle in die Richtung des anderen Schlosses gezogen, und zwar da drüben, dort wo die Schweine irgendwie Magie betreiben, und hier tun sie das ja nicht. Hey Schmetterling, was geht? Was haben wir denn da? Ein Brunnen, der die Freundschaft zwischen den beiden Königreichen symbolisiert. Ja, aber Freunde sind sie doch nun lange nicht mehr. Was haben wir da? Den Aussparungen nachzuurteilen, trug die Statue einmal Schmuck. Alles klar. Oh Gott. So ein Wimmelbild. Das brauchen wir. Oh Mann. Jetzt muss ich mal mein Mikrofon irgendwie ein bisschen anders stellen. Damit ich hier mehr sehe. So. Das ist noch eine Brosche. Das nicht. Das ist da. Ah, interessant. Brauchen wir auch ein blaues Band? Nein. Ja, das läuft doch. Und da ist die Kette. So, die zwei Sachen haben wir fertig. Jetzt brauchen wir hier nur noch einmal das und das. Das heißt, es wird schon ein bisschen schwieriger. Ein bisschen häufig rumgeklickt. Aber das hier sehe ich nun wirklich nicht. Doch da. Okidoki, jetzt das letzte. Das blaue Stück. Gut, wir kombinieren das und jetzt kriegen wir so eine Brosche. Eine Wasserhalskette. Und nun, da fehlt doch noch was, ja. Jetzt fehlt nur noch ein Juwel. Alles klar, da werden wir wohl erstmal hier mit dem König reden müssen, aber da ist auch die Königin. I told you, trust no one. All due respect, Mother. I'll take any help I can get. She's my wife. So you agree. This is family business. Not now, dear. He's very upset. Mother, let me handle this. Ja, wer hat nicht gerne so eine Mutter, die sich ständig überall einmischen muss? Gut, quatsch mir doch mal mit dem erwachsenen Sohn. I'm worried about my wife and child. If only she could just talk to me. It would set us free. My wife comes from the islands. I shouldn't leave the kingdom under such hard circumstances. Please go there. Maybe you will find some answers. Jetzt haben wir das Auge bekommen. Hey Schmetterling, ist hier sonst noch irgendwo was?
Don't know here. Aha, da kommt eine Rolle rein, okay. So, Schwan. Mhm. Müsste das nicht. Das war's, okay. Habe ich mich verguckt im Symbol? Ein weiteres Teil. Ja, da werden wir noch ein paar brauchen. Was haben wir da? Ein Schein mit einem goldenen Tintenfass. Was für eine seltsame Deko. Und Federn liegen hier auch noch rum. Ansonsten ist jetzt hier nicht mehr so viel. Find the boat in the haven. It will take you to the islands. And hurry. Warte, wir müssen noch mal ganz kurz hin. Kann man da noch was machen? Ja. Vor 7 Jahren fiel die Dunkelheit... Oh Gott, falsch geschrieben. Fiel die Dunkelheit über das Schwanenkönigreich herein. Seitdem hat niemand einen Fuß in das schwarze Schloss gesetzt. Könnt ihr da noch was mitnehmen? Nicht. Nee. Okay, das gehört da nicht rein. Ich will mir noch mal ganz kurz den Fuß des Turms ansehen. He fell. Or was he thrown? Ha, jetzt liegt da also ein Typ rum. I can't feel his pulse. Es war ein Mensch, der sich als Schwan verwandelt hat, ha? Eine goldene Feder und hier ist... Jemand hat das Papier an seinem Hals gebunden. Ich frage mich, was darauf steht. Ja, nimm's doch. Hallo? Oh! Diamant und hier? Ein schwarzer Schwan hält ein Baby. Sehr seltsam. Mhm. Kann man wohl so sagen. Dafür brauchen wir dann hier die Puzzlestücke. Fehlen uns noch 3 Stück. Was ist das? Wenn ich doch bloß ein bisschen größer wäre. Wir haben doch hier die Schwalbe. Mach das mal. Okay, das haben wir schon mal gesehen. Eine Seite aus dem Tagebuch der Königin. Weiße Schwäne und ein Kind. Vielleicht glaubt man in diesem Land, dass ein Schwan und nicht ein Storch ein Baby bringt. Okay, interessante Lösung. Ja, 6 Schmetterlinge, okay. Was haben wir hier noch hängen? Noch mal ein Stückchen. Was ist das? Harz fließt aus dem Baum heraus. Da können wir jetzt aktuell nichts machen. Werden wir später aber wohl noch brauchen. So, da geht's nicht weiter, ne? Das Gefängnis der Königin. Hallo? Sieht viel schöner aus, wenn das Wasser fließt. Aha. Und wir kriegen dafür einen kleinen Topf. So, was hätten wir hier? Hier ist denn ein Schwan. Sehr seltsam. Es scheint, als wolle er, dass ich ihm folge. Ein weiteres Stück. Ah, da wissen wir doch, was reinkommt. Ohohoho. Man ging das schnell. Schnell wie der Wind. Löse ein Wimbledon-Spiel. Super. Das nehmen wir auch nochmal mit. Gibt es hier sonst irgendwie was Interessantes? Ja, Ruder werden wir natürlich brauchen für unser Boot. Ich sollte vorsichtig sein. Ich möchte meine Finger nicht einklemmen. Mhm. Essstäbchen. Ich weiß noch nicht so recht, was wir damit machen sollen. Aber wahrscheinlich hat das Boot irgendwelche Lecks oder so. Nein. Dann, huh. Was zum Geier?
Wenn ich jeden Schritt befolge, dann kann ich Karamell herstellen. Warum zum Geier solltest du Karamell herstellen wollen? Was ist denn da? Ja, uns fehlt doch noch irgendwas. Gemahlene Gewürze. Ich sollte vorsichtig sein. Ja, was soll da reinkommen? Zuckerrohr? Alles klar. Die Gewürze rein. Dann gießen wir das hier ab und dann bekommen wir Karamell. Ich habe leider noch keine Ahnung, was wir mit diesem Karamell machen sollen. Was ist los, Schwalbe? Siehst du hier irgendwas? Ein Lappen auf dem Dach hängt, aber leider komme ich da nicht ran. Dann geht er mal hoch. Vielen lieben Dank. Ich habe einmal gehört, dass magische Kreaturen lieben gerne Süßigkeiten essen. Ist jetzt nicht dein Ernst. Süßes wird im Schuppen aufbewahrt. Was? Was für ein außergewöhnliches Schloss. Können wir das irgendwie aufbrechen? Vielleicht mit der goldenen Feder? Nein. Ah. Dieses Boot ist schon seit langer Zeit nicht mehr verwendet worden. Es hat ein großes Loch. Dann würde ich sagen, sollten wir das flicken. Können wir das irgendwie flicken mit dem Lappen? Reicht das? Ein guter Anfang, aber ich muss es irgendwie befestigen. Weiß ich jetzt nicht. Ich werde jetzt erstmal was... Nee, ausschöpfen geht hier nicht. Ruder ranbauen geht schon mal. Dann kriegt dieses Ding hier jetzt einfach noch Karamell. Ist klar. Jetzt müssen wir das also auch noch aufbrechen. Topf mit Harz. Topf mit Harz ist schon mal gut. Damit verschließen wir nämlich die Lücke. Sollte es erst etwas schmelzen? Ja, das kriegen wir hin. Hallo? Ja, oder wir gehen hier hin. So, da ist das Problem beseitigt. Jetzt müssen wir uns halt noch irgendwie was einfallen lassen. Wie kommen wir an einen Schlüssel? Vielleicht müssen wir nochmal mit dem König quatschen. I found a dead body near the tower. I will look into it right away. Okay. Können wir nicht noch irgendwas mitnehmen? Können wir damit nicht noch was anfangen? Stecken wir vielleicht einfach noch das Ding... Ah, okay. I, King of the Swan Kingdom, must confess my sins. The accounts shall be recorded in these golden feathers for safekeeping. Long ago, I built these shrines as a way to collect and sort my own private thoughts. Now, sitting among the ruins of what was once my great kingdom, I will use them to explain how all this came to pass.
Recording this confession may be the last thing I ever do. The dark magic that destroyed this land is slowly killing me too. And it's all my fault. Okay. Wir haben jetzt 5 Sachen. Geh mal weg, Schmetterling. Ja, wir sind jetzt schon wieder ein bisschen länger, ne? Das heißt, ich mache jetzt hier Schluss. Und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ich wünsche euch was und ciao.